Dann heißt es weiter in Vers 7, geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Und dazu kann man sich auch anschauen, Markus Kapitel 16, Vers 20. Also, Jesus gibt hier seinen 12 Aposteln diesen Auftrag, Kranke zu heilen, Aussätzige zu reinigen, Tote aufzuwecken und so weiter, diese Wunder zu tun. Und es gibt Scharlatane heutzutage, wie zum Beispiel Chris Schuller, der mir gerade dazu einfällt auf YouTube, der dann so daherkommt wie von wegen, ja und dann haben wir Heilungen erlebt bei dieser Evangelisationsveranstaltung und so. Und bei all diesen Charismatikern geht es immer um Heilungen, um irgendwelche Zeichen und Wunder, aber das war nicht wirklich, worum es hier hauptsächlich ging. Lass mich dir beweisen, Markus Kapitel 16, Vers 20, da heißt es, sie aber gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Also wozu dienten die Zeichen, die die Apostel getan hatten? Und ich glaube, dass sich das nur auf die Apostel bezieht, dass das zumindest definitiv keine Sache ist, die wir heutzutage tun, dass wir Dämonen austreiben, Tote aufwecken und so weiter. Das waren Wunder, die die Apostel getan haben. Warum? Weil der Herr dadurch, durch die Zeichen und Wunder, das Wort bekräftigt hat. Das heißt, diese Wunder und Zeichen waren ein zusätzlicher Bonus. Das war nicht das Eigentliche. Aber dann kommt Charismatiker daher und dann haben wir Heilungen erlebt bei dieser Evangelisationsveranstaltung, bei dieser Heilungsveranstaltung. Ja, es gibt Heilungsveranstaltungen. Was für ein Scharlatan-Quatsch. Aber wie kannst du sowas sagen, Anselm? Nun, zeige mir den einen einzigen Prediger, der angebliche Zeichen und Wunder tut, der auch das richtige Evangelium predigt. Zeige mir den. Gibt es nicht. Das sind alles falsche Propheten. Das war eine Sache damals. Und warum hat Gott das gemacht? Weil er eben dadurch das Wort bekräftigte durch die begleitenden Zeichen. Es war einfach eine zusätzliche Bekräftigung, denn es wurde eben jetzt neutestamentliches Christentum verkündigt. Es hat sich etwas geändert in der Verkündigung, in der Evangelisation. Und das wurde eben zu Beginn des Wirkens der Apostel bekräftigt durch die Zeichen. Aber weitere Stelle, ähnliche Stelle, Apostelgeschichte 14, Vers 3, möchte ich dir nur kurz zeigen. Da sehen wir einen ähnlichen Vers, und zwar heißt es da, doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Also wieder ist eben diese Bekräftigung, Gott gab Zeugnis. Aber worum geht es letzten Endes? Um das Wort, um die Verkündigung. Denn hier ist das Ding, Zeichen und Wunder hin oder her, Leute müssen an das Wort glauben. Wenn sie an das Wort nicht glauben, dann werden sie zur Hölle fahren. Punkt. Da könnte auch jemand aus den Toten auferstehen. Denn was sagt die Bibel auch? Wenn sie aber Mose und den Propheten nicht glauben wollen, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände.